Hallo Leute und willkommen zum Finalspiel. Ja, ihr habt richtig gelesen, es ist Argentinien gegen Deutschland im Finale. Also vielleicht haben wir für Argentinien getippt, ich weiß es nicht. Sicher haben wir für Argentinien getippt, aber ich glaube die meisten für England oder es hat einfach gar keiner getippt, ich weiß nicht. Ich habe es nicht gesehen, ich sehe es noch nicht, besser gesagt, ich werde es aber lesen. Ja, ich bin gespannt. Werden wir das Spiel gewinnen? Das ist so... Ich halte es nicht aus. Deutschland gegen Argentinien. Ich bin gespannt, wer hier das Spiel gewinnen wird. So, und weil es halt Finale ist, werden wir einfach in den schwarzen Trikot spielen. Ja, Milito, Mascherano, Milito, es geht direkt los. Die Micheles und ja, die Argentinier, die spielen auf Offensiv, das sieht man direkt, die Abwehr geht mit nach vorne. Und das will ich mir als Vorteil nehmen, weil wenn ich da mit einem Klose durchgehen könnte und ein Tevez nicht drauf schießen würde, dann könnte ich mir sogar Chancen erarbeiten, sogar gute Chancen, zum Beispiel so eine. Na, Diaz war da und Podolski und Klose, jetzt aber Podolski, Lukas Podolski, Pass in die Mitte, Klose, schieß, yes, Klose, 8. Minute, Miroslav Klose, 8. Minute, 1:0 für die Deutschen, so muss es weitergehen, das gefällt Maradona gar nicht, ja. Also das war ein Fehler von Demichelis. Demichelis und Klose, ja ehemalige Partner beim FC Bayern München gewesen. Und so kann man doch seinem Partner nicht den Ball geben. Er sagt jetzt sein Gegner. Das kann man doch nicht machen. Hat er jetzt zwar gemacht, 1:0 für Deutschland. So schnell kann man in Führung gehen. Und ja, Demichelis jetzt am Ball. Mal sehen, ob Maradona was an der Taktik geändert hat. Nein, die Abwehr geht immer noch nach vorne. Das ist halt der Fehler von den Argentiniern. Aber man darf auch nicht Milito dort stehen lassen. Rodriguez, Mascherano, Diaz. Und es gibt einen Freistoß. Diaz führt ihn aus und lahm mit dem Kopfball Podolski und nach vorne zu Klose, würde ich sagen. Heinze hat ihn, Cambiasso, Papa, Mascherano und Podolski legt den Ball für Özil vor oder auf oder wie auch immer. Özil schießt einfach mal drauf, aber da war der Zauber dran. Da hat der Torwart seine Finger im Spiel und deswegen gibt es einen Eckball für Deutschland. Oh, und er haut ihn einfach mal weg. Und Özil, der haut ihn einfach mal drauf. Oder eher gesagt in die Richtung, aber nicht aufs Tor. Ja, hier ist unser Trainer. Joachim Löw. So, Milito, Rodriguez. Ja, und es gibt einen Eimer für Argentinien. Diaz. Mascherano. Rodriguez zu Milito. Und... Oh, Tevez! Da steht's auch schon wieder 1:1. Tevez, der alte Sack nach Hauentor. Und die argentinischen Fans freuen sich. Deren Guru Sedas, wie auch immer, Guru Sedas, oder immer,
dann nochmal der Kopfballtreffer gegen Manuel Neuer. Also das war nicht so schön für Neuer. Aber egal, es steht 1:1 in diesem Spiel. Und Ballack, Frings, Rodriguez und Tevez, nein. Mertes Sakatin, Klose, nein. Und jetzt Poldi steht alleine vorne, Poldi und... Oh, fuck. Wohin schießt der den? Ich weiß nicht. Hazard. Oh. Das war nicht gut für Mertesacker, wie er da zum Kopfball gehen wollte und dann, wenn er dann den Gegner vorne gehauen hat. So, Klose! Fuck. So, jetzt per Mertesacker muss dieses Kopfball gewinnen. Macht er auch, Thorsten Frings. Heinze. Und die... Milito und Rodriguez. Nein, kein Elfmeter, alles in Ordnung, sagt der Schiri. Das stimmt doch so. So, Ball gespielt. Ausnahmsweise eine richtige Entscheidung vom Ref. So, Heinze. Und Heiko Westermann. Nein. Es gibt einen Einwurf für die Deutschen. Michael Ballack zu Podolski. Und ja, das war ein Fehlpass, ganz klar. Und Mertesacker hat ihn. Den Ball. Und Thorsten Frings. Jetzt schön. Da läuft Özil auch. Auf den Außen. Auf die Außen. Und jetzt Özil. Flanke in die Mitte. Ja, jetzt Thorsten Frings. Podolski. Aber das gibt einen Freistoß. Das gefällt den Torwart gar nicht. Aber das wirkt den Schiri nicht. Ob es den Torwart nicht gefällt oder ob es ihm gefällt oder nicht. Es gefällt den Schiri einfach nicht. Das juckt ihn nicht. Mann, was labe ich hier heute? Cambiasso. Und nee. Rodriguez! Und, nee, Westermann. Aber Mascherano. Und, nein, Heinze. Tevez. Und Per Mertesacker. Und das hätte ein Foul sein können. Hat der Schiri aber nicht gepfiffen, deswegen war es anscheinend kein Foul. Ich würde jetzt pfeifen, aber okay. Dort lässt der Schiri weiterspielen, ist alles in Ordnung. Tevez und... Oh! Tor! Das war eiskalt. Das würde man eiskalt nennen. Und das war auch eiskalt, wie er da hingegangen ist, der Ball. Es steht 2:1 für die Argentinier hier gegen Deutschland. Und ja, Schweinsteiger. Papa. Und Milito. Klose. Thorsten Frings. Und nein. Thorsten Frings. Eckball. So, Schweinsteiger mit der Ecke. Ballack. Özil. Fuck, wohin schießt der Typ? Wir müssen wirklich hier alles geben, wenn sie nicht verlieren wollen. Und schon wieder der Typ hier, Juan Teres. Klose.
Papa, Heinze, Mascherano und Milito. Rodriguez! So, und jetzt Podolski. Klose, Herr Papa. Und Klose, Tor! Klose macht es! Miroslav Klose, 60. Minute und er macht das Tor. Und das gefällt den Diego Maradona gar nicht. Er steht jetzt 2:2 hier in dieser Partie. Und jetzt ist wieder alles offen. Die Deutschen kommen nochmal zurück. Und jetzt kann es wirklich noch spannend werden hier in den letzten 30 Minuten. Welches Team wird hier dieses Spiel gewinnen? Wer wird hier als Sieger vom Platz gehen? Das ist ja eine sehr gute Frage. Und wir werden diese Antwort in 30 Minuten sehen oder haben. Wer immer. So. Mertesacker. Boateng. Nee. So, Michael Ballack. Und Özil. Ja, Mascherano. Und das sieht nicht gut aus. Er hat sich anscheinend einer verletzt. Und er ist wieder Klose. Klose und sein Knöchel. Ja, also, irgendwann wird er wegen seinem Knöchel seine Karriere beenden. Und Papa klärt zur Ecke. Ja, Diego Maradona. Und Schweinsteiger. So, jetzt Klose. Oh, fuck. Eine gute Chance und Klose sieht nicht wirklich fit aus, aber er will noch weiterspielen, sagt er. Jogi muss auch mal was tun, aber es ist das Finale. Er will es ihn nicht nehmen. Wenn er weiterspielen will, dann soll er weiterspielen, meine Fresse. Und jetzt Milito. Und ja, sie rammen sich erstmal alle gegenseitig um. Und jetzt geht's wieder nach vorne. De Michelis, Mascherano, Rodriguez, Milito. Da stand nochmal Per Mertesacker im Weg. Und den hat dann Diego Maradona, genau wie jeder andere Fan hier im Stadion, drin gesehen. Und Rodriguez muss raus. Hat eine gute Partie gespielt. Puh, wäre da Per Mertesacker nicht gewesen, der wäre drin gewesen. Da hätte ich gerne Wetten angenommen. Und jetzt Sebastian Schweinsteiger. Und Papa. Ja, Tevez. Und nee. Der eingewechselte Spieler soll nicht das Tor machen. Kein Joker-Tor hier. Denkt sie ich. Genau, ja. Und jetzt Thorsten Frings. Nee. Und Özil zu Thorsten Frings. Podolski. Und jetzt Schweinsteiger. Schieß einfach mal drauf. Jetzt wechsle ich mal. Ich wechsle einfach mal. Ich gucke, wer noch fit ist. Und er lässt sich fahren. Özil macht es nicht mehr, deswegen... komm, Gomez. Nein, ich komme Gomez. Also... Gomez jetzt für Özil auf dem Feld. Nee, warte. Ich will noch...
Ich will noch einen wechseln. Ist er noch einen wechseln? Ja, Ballack. Ballack wechselt mal. Für Hitzlsperger. Hitzlsperger ist zwar schlechter, aber trotzdem. Wir brauchen frische Spieler. Deswegen zwei neue. Falls wir in die Verlängerung müssen, dann habe ich noch einen und Higuain kommt drauf. Das wird jetzt noch schwierig. Die anderen müssen jetzt noch durchhalten. Ich hoffe, wir machen noch das Tor vor der Verlängerung. So, jetzt Klose. Renn Klose. Er kann nicht mehr. Die Michaelis Rote. Schick ihn vom Feld. Danke. So kannst du doch nicht hingehen. Erst macht er einen Fehlpass beim ersten Treffer von Klose und dann dreht Schäne auch richtig um. Also das geht doch langsam nicht mehr. Gomez. So, Gomez, schieß einfach mal drauf und... Mann. Schade. Guter Versuch. Ihr könnt es trotzdem noch machen. Macht es. Gefälligst. Vor der Verlängerung, bitte. Und Klose, schieß einfach drauf. Pfosten oder Latze, ist mir egal. Es war Aluminium. Es war das Aluminium, was Argentinien nochmal hier rettet. Und Higuain. Ein Eimer, okay. Und jetzt nochmal die nächste Chance für Argentinien. Freistoß. Ist gefährlich. Papa mit dem Freistoß. Und Hitzlsperger haut ihn weg. Sehr gut. Und jetzt Klose ist alleine. Komm. Nein. Hol den Ball gegen Papa. Nein, Mascherano. Nein, Podolski. Was macht ihr da? Steht euch nicht selbst im Weg. Und jetzt nach vorne. Podolski. Und. Nein. Nein. Freistoß. Das gibt die Gelbe. Danke. Es gibt die Gelbe. Und Lahm. Hau einfach drauf. Nein, auch nicht so. Und es gibt die Verlängerung. Nein. Fuck. Jetzt ist es wieder eine ausgeglichene Partie. Also Joachim Löw hatte noch gar keine Erfolge mit seinem Verein. Aber Diego Maradona war selbst als Spieler ein Gott. Mal sehen, welcher Trainer jetzt die bessere Taktik hat hier in dieser Verlängerung. Welches Team noch fitter ist als das andere. Und jetzt Gomez. Schön auf Klose. Klose ist alleine. Bleib ruhig. Und er macht's. Klose macht es noch. In der Verlängerung. Konnte er nicht vor der Verlängerung machen. Mann. Er macht es. Er macht das Tor. Miroslav Klose. Wie er es machen muss. Angetäuschter Schuss. Da hat er den Tor ein bisschen reingelegt. Und jetzt führt Deutschland wieder einmal. Und jetzt Tevez. Nein. Nicht diesmal. Und kommt Klose. Renn. Wie sagt ihr, renn? Und yes! Wieder einmal Miroslav Klose. Yes! 3 Minuten nach dem ersten Treffer. Miroslav Klose. Jetzt Cambiasso, Mascherano, Higuain. Nein, wohin passt? Nein, nicht der Wes. Inusa. Boah, ich zitter richtig. Nein. Oh.
Auf zu zittern. Auf zu zittern, du musst dich konzentrieren. Meine Fresse. Nein. Und passt dir. Nein. Gern auf Tabis. Nein. Ich hab das gar nicht gedrückt. Verdammte Scheiße. Und Higuain. David, nein, du sollst da hingehen. Ah, danke, Neuer. Sie sind mit einem Mann weniger auf dem Feld. Nein, du... Ach, Mann. Nein. Danke. Eckball. Nein. Nein, du sollst doch nicht... Alter, was machen die denn für Fehler hier? Konzentriert euch. Halbzeit. Mann. Konzentriert euch. Na, schön. Ich wollte den Scheiß skippen, oder? Danke. Danke. Finde ich sehr nett. Higuain. Na ja, schön. Auf Tables. Schön. Hör auf. Nice. Was machst du denn da? What are you doing there? Warum haust du ihn da rum? That makes no sense to me. Sorry, but no. Not yet. Loser. Und dann geh in die Mitte. Na, Alter. Was machen die denn da? Wir sollen noch durch. Aber er trifft nicht. Nur Glück gehabt. Oh. Oder doch nicht. Und so. Irgendwann muss es doch... Oh meine Fresse. Papa. Es gibt den Scheiß, Alter. Na, Hast du Glück gehabt. Was machst du da? Das ist doch nicht dein Ernst. Spiel doch konzentriert, Jungs. Ja, drängt er mich weg hier, naja. Nein, du sollst länger halten. Jo, haut den erstmal weg. Loser. Nein. Also, nein. Nicht Higuain. Nein. Fuck it! Da machen die doch das Tor, Mann. Ist nicht dein Ernst. Spiel nach vorne, nein. Was ist denn das für eine Kacke, Mann? Einwurf noch, gut. Nur noch irgendwie drauf. Pah! Nein! Elfmeterzeit. Darauf habe ich gerade gar keinen Bock. Wie ist die Elfmeteraufstellung von Joachim Löw? Also, ich darf meinen 11. nicht benutzen, weil die einen weniger haben. Habe ich das gerade richtig verstanden?
Fuck you too. Und sie fangen auch noch an. Tevez. Trifft. Tevez trifft den ersten. Und Podolski trifft. Puh. Podolski trifft Cambiasso. An die Latte. Puh. Das macht's nicht besser für mich. Und Thorsten Frings, Elf trifft. 2-1. Einmal. Und der trifft eiskalt. Er macht den eiskalt rein. Oh fuck. Oh! Higuain. Oh, und der geht daneben. Der geht daneben. Und jetzt die Deutschen zittern hier. Mario Gomez. Hör auf. Hör auf, ohne Scheiß. Yes! Yes! Scheiße! Fuck yeah! Yes! Yes! Qualifikation. Zum Schluss Kacke. Gruppenphase lief auch sehr gut, bis dann zum Slowakei-Spiel. Und in der K.O.-Runde mussten wir nur zittern. Außer dann am Ende gegen die USA. Da haben wir dann am Ende nochmals geschaut. Okay, man musste trotzdem am Ende noch zittern und dann im Finale muss man zittern. Wie noch nie. Fast 30 Minuten ist dieser Part lang. 27 Minuten und fast 50 Sekunden. Die Deutschen, sie feiern hier. Sie feiern hier die Weltmeisterschaft 2010. Und, what the fuck, was ist denn das für ein Gesicht von Michael Ballack gewesen? Sie sind zu Recht Weltmeister. Und holy shit, es ist nicht mehr Michael Ballack, es ist ein Japaner. Was zur Hölle ist hier los? Die Deutschen sind Weltmeister 2010! Sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Die Deutschen, sie sind Weltmeister im Jahre 2010 geworden. Gegen Argentinien im Finale nach dem Elfmeterschießen. Wurde doch mal Zeit, Mann! Ja, und Sebastian Schweinsteiger freut sich ebenfalls. Jeder freut sich. Joachim Löw freut sich. Heiko Westermann freut sich natürlich. Göttlich HW. HW5 auf hier. Ja. Holy shit, was war das denn für ein Turnier? Also, ich habe mich schon gewundert, dass so Leute wie, so Teams wie Libyen und Bahrain drin sind, aber so enden würde, damit hätte ich nicht gerechnet. Und das ist ja erst eins der ganzen WM-Spiele und EM-Spiele, die ich spielen werde auf diesem Kanal. Holy shit. Und dieses Projekt endet ja noch nicht. Ich werde ja eine Spielerkarriere machen in diesem Spiel. Ja, ich finde es auf jeden Fall cool, dass da ein Feuerwerk war. Mitten im Spiel war es natürlich nicht, aber da oben, dort halt, ja, what the fuck, wait, what, what the fuck,
Das hat mir gar keiner. Wir haben die da an der Tor gemacht, meine Fresse. Wir haben es geschafft. Und ja, ihr könnt ja schon mal so tippen, wer der Spieler ist, mit dem wir spielen werden. England ist auf dem dritten Platz, die USA auf den vierten. Wir haben dieses Turnier nach dem Elfmeterschießen gewonnen. Ja, Entscheidung im Finale durch Elfmeterschießen. Es war das Einzigste, wo wir in die K.O.-Runde mussten. Das einzigste Spiel. Ich kann hier nochmal die Ergebnisse zeigen. Qualifikation, Phase 1. Wir hatten gegen Liechtenstein 2-1 gewonnen. Wir hatten gegen Finnland 3-1 gewonnen. Wir hatten gegen Russland verloren. Wir hatten gegen Wales gewonnen. Wir hatten gegen Liechtenstein 6-0 gewonnen. Wir hatten gegen Wales 2-0 gewonnen. Gegen Aserbaidschan 2-1 verloren. Gegen Aserbaidschan 2-0 gewonnen. Gegen Russland 3-0 verloren und gegen Finnland 1-0 gewonnen und dann halt gegen Österreich hat 1-1 gemacht und 2-0 gewonnen. Und in der Endrunde, die Gruppenphase, 6-1 gegen Uruguay, das war heftig, 4-1 gegen Bahrain und 2-0 gegen Slowakei verloren. Ist okay, England hat 2-0 gegen Slowakei gewonnen, Frankreich 3-1 gegen die Türkei. Italien 1-2 gegen Ghana verloren, krass. Holland hat gegen Argentinien verloren. Wir haben gegen Mexiko mit 1-0 gewonnen, das war auch ein richtig knappes Spiel mit diesem Elfmeter-Tor von Ballack. Spanien hat 1-0 gegen Brasilien gewonnen, Kroatien hat im Elfmeterschießen gegen Ungarn gewonnen. Russland hat 2-3 gegen USA verloren. Und dann England gegen Frankreich im Elfmeterschießen hat dann England gewonnen. Und dann Argentinien 3-0 gegen Ghana. Deutschland gegen Spanien 2-1 gewonnen, das war auch noch richtig knapp. Gegen die USA 2-0 gewonnen, also Kroatien 2-0 gegen... USA 2-0 gegen Kroatien. Dann 2-1 für Argentinien gegen England. 5-3 Deutschland, USA und dann das Finale. Argentinien gegen Deutschland, was wir dann gewonnen haben. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen, wenn es dann heißt Mannschaftskapitän. Es wird so spätestens nächsten Monat starten. Ich glaube, der Monat ist auch nicht mehr so lang. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es dann in dem Monat starten, wo auch SmackDown vs. Raw 2006 GM-Mode startet. Ich weiß nicht, welches Projekt beendet sein muss. Ich kann mich gerade nicht dran erinnern, aber ist ja auch egal. Ich glaube, ich werde Supercards dann beenden. Ich beende jetzt einfach spontan am 3. April. Also die Folgen, die danach kommen, das sind die letzten. Beende ich Supercard. Habt ihr ja dann schon gesehen. Und wir sehen uns dann einfach beim Mannschaftskapitän wieder. Ich würde einfach sagen, ciao Leute und...